Moin und willkommen zurück zu Robotrek. Erstmal reden wir noch mit ihm. Was denkst du? Ja, ich glaube es. Du auch? Ich glaube nicht, dass sie so schlimm sind. Gut, diese drei Tetron. Ich habe mich dazu entschieden, sie dir zu geben. Benutze sie gut. Okay. Ja. Okay. Es kann weitergehen. Jo. Dann benutzen wir direkt mal das Raumschiff. Wo haben wir es denn? Da ist es. Und das kann man bestimmt direkt hier benutzen. Jo. Okay. Ja, da ist doch in der letzten Folge noch einiges passiert. Oh, sag nicht, da kommt noch mehr. Okay, Quint Enix ist also unser Heimatplanet. Und Schokus, der auf dem gelandet. Wer bist du? Er fliegt hier einfach durchs All. Kann schneller laufen, als das Raumschiff fliegen kann. Bist du ein Freund oder ein Feind? Willkommen auf Schoko. Okay, du bist scheinbar ein Freund. Das ist das Labor. Unsere Wissenschaftler entwickeln Waffen gegen die Hacker. Ich habe von dir gehört. Wie magst du unseren Planeten? Das ist deine Unterkunft. Wenn wir ein richtiges Labor hätten, könnten wir Waffen bauen, um Rache zu... Wie nennt man das? Nehmen. Hast du die Tetron-Steine mitgebracht? Ich war dagegen. Nach allem ist es eine alte Erfindung. Wir müssen Tyra sehen. Dann können wir darüber sprechen. Ich werde mir die Steine später überprüfen. Okay, hier können wir dann wahrscheinlich Zeug... Nein. Aha. Verdächtig, verdächtig. Wir nehmen aber erstmal Scrap 7 mit. Und untersuchen hier das Regal. Level 30. Schild 5. Ah, das ist noch zu schwer zu verstehen. Ein Level fehlt uns dafür, glaube ich. Was haben wir hier? 50. Okay, also scheint es die Dinger jetzt in 10er Schritten zu geben. Ich möchte aber, bevor ich hier noch mit den Leuten rede, dann doch da rechts nochmal ein paar Sachen nachgucken. Hier gibt es auch noch einen Raum. Das ist der Wohnbereich. Als wir von dem Angriff auf die Festung geflüchtet sind. Okay. Irgendwie ist das seltsam, wie die das schreiben. Oh, das ist hier alles echt groß. Rede mit mir. Ich höre, dass du von einer primitiven Gesellschaft kommst, wo Samurais mit Schwertern in ihren Gürteln rumrennen. Okay. Der gute Teil daran, dass man hier, dass wir hierher gekommen ist, ist, dass man Tyra aus der Nähe sehen kann. Sie ist elegant und süß. Wenn du das sagst. Jeder versucht ruhig zu sein, aber ich habe Angst. Wenn die Festung angreift, was werden wir dann tun? Okay, hier haben wir Betten. Noch mehr Betten. Sie möchte nicht zu irgendwelchen Hicks reden. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber es ist irgendwas Abwertendes. Sie möchte nicht, dass das auf sie abfärbt. Ich weiß nicht, was Hacker sind, aber Schokos Wissenschaftler werden sich darum kümmern. Sie sind exzellent.
Choco hatte eine schöne Stadt mit Maschinen und Natur. Aber jetzt, wie lange wird das noch dauern? Hier haben wir einen Laden. Scrap 9 und 10 kann man hier kaufen. Da gucke ich vielleicht mal auf Screen rein. Ja, dann kann man hier mal hoch gucken. Okay, hier geht es vielleicht auch nicht weiter. Prinzessin Tyra wartet, geht zum Hauptquartier hinter diesem Raum. Ja, dann gucken wir doch wieder hier links rein. Ich frage mich ja, wie alt die Leute werden. Das Gâteau. Er kann sich nur an seinen Namen erinnern, aber er ist ein großartiger Ingenieur. Also hilft er uns. Wir alle stimmen darüber ab. Stimmen zu, er ist ein besserer Ingenieur als wir sind. Du hast mich schon mal getroffen? Tut mir leid, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich kann mich an nichts erinnern. Die Tür ist fest verschlossen. Und hier können wir dann unsere Roboter pimpen. Also auf zum Meeting Room. Hier ist ja einiges los. Okay, hier geht es einmal im Kreis rum. Uni, Prinzessin Tyra wartet. Bitte geh rein. Wer bist du? Uni! Ich werde das Tetron nehmen, wenn das in Ordnung ist. Das Tetron zeigt den Fluss der Zeit, habe ich gehört. Das Tetron wird die Schwachpunkte der Festung zeigen. So können wir eine Waffe entwickeln, um sie zu vernichten. Und wir haben ihnen alle Teile gegeben und du hast etwas Unübliches. Scrap A ist ein Roboterteil. Ich studiere Roboter. Lass es mich ansehen. Klar. Wirklich? Danke dir. Ich suche nach Ideen für Erfindung. Lass mich ausleihen. Ich bin vom Laboratorium. Ich möchte es untersuchen. Konsul, ich gehe auch zum Labor. Ich werde bald wiederkommen. Prinzessin, lass dich davon nicht belästigen. Das Tetron wird kombiniert und dadurch erhält es seine alte Kraft zurück. Uni, möchtest du es dir auch ansehen? Ich denke mal, ich muss es mir ansehen. Die Frage ist natürlich, warum ist es zerbrochen? Sie kombinieren die drei Steine hier in das hier. Interessant. Du hast mich schon mal getroffen? Ja, ich habe dich schon mal getroffen. So ungefähr 2 Minuten vorher und wir hatten genau den gleichen Dialog. Dank dir dafür. Dieser Roboter-Schrott könnte uns einige interessante Daten geben. Aber die Untersuchung des Tetron kommt zuerst. Wir werden ein bisschen Zeit dafür brauchen. Das Gâteau, das hatten wir auch schon. Ja, wie geht's dann weiter? Hier drin wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist die Tür da links ja jetzt offen.
Nein. Wo müssen wir dann hin? Vielleicht hier oben. Mach den Weg frei. Du setzt dich erstmal auf den Thron. Oh, wie peinlich. Wenn du alt wirst, kannst du nicht lange stehen bleiben. Hast du das Labor gesehen? Ich hoffe, sie bekommen etwas vom Tetron. Gatou aus dem Labor? Er ist ein fleißiger Arbeiter. Ich denke, Tyra ist an ihm interessiert. Ich habe von jemandem gehört, der den gleichen Namen hatte und versucht hat, das Tetron zu stehlen. Vielleicht ist es ein Zufall. Das ist schrecklich, das Tetron, Tyra, Gatou. Alle fehlen. Was? Erkläre es mir. Ich war für einen Moment von meinem Schreibtisch weg und er ist aus dem Labor verschwunden. Steht da nicht bloß rum, such nach ihm. Oh Mann, das war echt dämlich. Aber passend zu diesem Spiel. Das musste ja passieren. Hast du schon mal was untersucht? Er wollte das Tetron, also habe ich es ihm ausgeliehen. Warum hat er das getan? Ah, die Tür ist immer noch fest verschlossen. Vielleicht hier? Ah, wo können die bloß sein? Aber was sagst du denn? Tyra, sie ist mit Gatou losgegangen und mit einem Raumschiff verschwunden. Habe ich das richtig gehört? Was wird Gatou machen, wenn die Prinzessin... Das ist schrecklich. Ein Telegramm von Gatou. Es, ich. Erzähl es mir, keine Entschuldigung. Ich werde es lesen. Tyra und das Tetron gehören mir. Du kannst nicht, oder ihr könnt nicht gewinnen. Hört auf, euch zu wehren, gebt nun auf. Ansonsten wird Tyra ihr Leben verlieren. Anführer der Hacker, Gatou. Was? Ist er der Hacker-Anführer? Das hätte ich nicht gedacht. Wir müssen etwas tun. Versammelt alle im Meetingraum. Wir werden entscheiden, was zu tun ist. Luni, mach beim Meeting mit. Bitte hilf uns. Tyra und das Tetron sind in die Hände der Hacker gefallen. Wird sich jemanden freiwillig melden, um zur Festung zu gehen und Tyra zu retten? Ja, wer kann das wohl sein? Das ist eine Schande. Es gibt keinen anderen Weg. Sammelt euch hier, wir werden Strohhalme ziehen. Roter Strohhalm, das ist es. Wer ihn zieht, wird dem Rettungsteam beitreten, okay? Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ziehen wir den Strohhalm oder der alte Mann zieht den Strohhalm und wir gehen für den alten Mann. Luni, bitte nimm einen. Welchen willst du? Wir nehmen natürlich den rechten. Und wir bekommen den roten.
Die mit den roten Strohhalmen gehen jetzt zum Dock. Es liegt an euch, ob Schoko von den Hackern übernommen wird. Ich zähle auf euch. Das sind aber viele mit dem roten Strohhalm. Lass mich durch. Bist du bereit? Ich werde dich führen. Jo. Ich zeige dir den Weg. Ui, wir sind dabei zu überziehen. Naja, dann werden wir gleich noch landen und dann beenden wir die Folge. Oder wir beenden die Folge jetzt und das nächste Mal fliegen wir mit unserem Raumschiff weiter. Bis dann.